Hallo Internet und damit recht herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video und zum ersten Video nach über einem halben Jahr Sendepause. Wir haben Ende April und wir haben wunderschönes Wetter hier an einem Parkplatz in Ratingen bei Düsseldorf. Vodafone hat das erste kommerzielle 5G Standalone Netz veröffentlicht. Ja, die Telekom hat auch schon etwas zu 5G Standalone berichtet. Meines Wissens nach handelt es sich dabei aber erstmal nur um einen Testsender bei Garching mit einem 5G Core Netz, aber alles noch im Test, da können die Kunden zurzeit noch nicht rein. Bei Vodafone ist das anders. Die Kunden können 5G Standalone schon anfänglich nutzen. Wenn auch mit Tricks. Aber da kommt nachher der Henrik ins Spiel, der das alles erklären wird. Ich sag euch, dieses Video wird richtig spannend. Also, die Spannung ist groß und gleich geht's los. Es wird unser Leben für immer verändern. 5G von 0 auf 100. Für die ersten Testberichte habe ich mich mit Henrik getroffen und mit Henriks Gerät haben wir dann auch die ersten Testberichte durchgeführt. Er wird gleich hier im Video noch etwas dazu sagen. Der erste Sender, wo wir das Ganze mal ausprobiert haben, hat die ID 41956 und steht in Düsseldorf, direkt an einer Netto-Filiale, was für uns sehr praktisch ist. Man kann da direkt parken, sich noch eine Erfrischung holen und kann die ganze Zeit lang testen. Das ist wunderschön. Der Sender hat 5G N78 mit einer Bandbreite von 80 MHz und die LTE-Bänder Band 1, 3, 7 und 20. Es ist besonders schön, dass wir hier einen Ericsson-Sender haben, der schon 80 MHz hat. Das ist im Ericsson-Gebiet bei Vodafone noch nicht ganz üblich. Im Huawei-Gebiet bei Vodafone haben wir schon mehr Sender mit 80 MHz statt 60 MHz Bandbreite. Im Ericsson-Gebiet, also zum Beispiel in NRW, da sieht man das noch seltener. Da sind die meisten Vodafone-Sender noch auf 60 MHz beschränkt. Was übrigens noch besonders schön ist an diesem Netto, wir haben dort auch einen Telekom-Standort mit Band 1, 3, 3, 7 und auch mit N78 von der Telekom, sodass man dort gleichzeitig N78 Vodafone und N78 Telekom 5G messen und vergleichen kann. Und das an diesem Netto-Parkplatz macht das einfach zu einem idealen Standort. Wie wir diese ganzen Testberichte jetzt durchgeführt haben, darauf wird jetzt der Henrik näher eingehen. Denn zurzeit ist offiziell noch kein Smartphone in der Lage, 5G Standalone zu nutzen. Die meisten Smartphones benötigen hierfür noch ein Update. Also, wie genau können wir jetzt 5G Standalone im Vodafone-Netz nutzen? Also, wir brauchen erstmal einen Tarif mit 5G-Optionen. Wir brauchen die 5G Standalone-Optionen. Wir benötigen einen N78-Mast in der Nähe. Wir benötigen ein 5G-fähiges Smartphone, das ist in unserem Fall das OnePlus 9 Pro. Und wir benötigen eine 5G-fähige SIM-Karte. Das OnePlus 9 Pro 5G, was wir hier einsetzen, wurde leicht modifiziert. Die sogenannte Carrier Policy wurde angepasst. In dieser steht zum Beispiel drin, welche Bänder und welche Bandkombinationen im 4G bzw. 5G aktiviert oder eben deaktiviert sind. Deswegen sind wir hier in der Lage, 5G Standalone zu nutzen. Zusätzlich sei noch zu erwähnen, dass bei vielen 5G-fähigen Handys das Hersteller-Update für Standalone fehlt. Das wurde bereits bei dem Oppo Find X3 Pro versprochen von Vodafone, dass in den nächsten Tagen bzw. Wochen ein Standalone-Update dafür kommt. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass auch für weitere Geräte Standalone-Updates folgen werden. Nun kommen wir aber für den, wie ich denke, spannendsten Teil des Videos, und zwar unsere Erfahrungen mit Standalone. Also, wir haben in der Download-Richtung eine Geschwindigkeit von ca. 800 bis 900 Mbits messen können. Im Upload hatten wir ca. 50 bis 60 Mbits. Das klingt jetzt erstmal etwas weniger als bei Non-Standalone, aber da kommen wir auch noch gleich drauf. Wir haben in der Download-Richtung 256 QAM gehabt und in der Upload-Richtung 64 QAM. Die Latenzzeiten lagen circa bei 12 bis 15 Millisekunden, also ziemlich gute Latenzen für 5G. Die von Vodafone festgelegte maximale Bitrate, die man in dem 5G Standalone-Netz erreichen kann, beträgt 4000 Mbits im Downlink und 4000 Mbits im Uplink. Also genau der gleiche Wert wie auch im LTE. Das ist schön zu sehen, dass Vodafone da den Wert beibehält und nicht wie bei anderen Mitbewerbern der Wert teilweise künstlich etwas runtergesetzt wird. Zusätzlich ist uns aufgefallen, dass im Standalone 5G-Modus der Akkuverbrauch deutlich geringer war als im Non-Standalone-Modus und ebenfalls die Hitzeentwicklung deutlich geringer war.
Wer sich jetzt denkt, mit der Standalone-Tarifoption, kann ich da nicht dann eventuell nur Standalone benutzen? Nein, das ist nicht der Fall. Bei Vodafone ist es so, wer die Standalone-Funktion bzw. Option im Tarif mit enthalten hat, der kann auch weiterhin bei N3 oder N28 Non-Standalone benutzen. Was passiert, wenn ich von einem 5G-Bereich in einen 4G-Bereich wechsle? Da ist es so, dass das Handover sehr, sehr zügig geschieht. Sprich, man wird in der Praxis keine Unterbrechung bei aktiven Datenübertragungen feststellen können. Außerdem ist es so, dass wir bei Anrufen über 4G telefonieren. Das heißt, man wird kurzzeitig aus dem 5G rausgeschmissen und während man telefoniert, bleibt man im 4G und wenn das Telefonat beendet wird, dann wird man wieder zurück ins 5G Standalone geschmissen und hat da wieder seine üblichen Geschwindigkeit von 8 bis 900 Mbits. Das war es erstmal von mir und vielen Dank, Tobias, dass ich mit in deinem Video dabei sein darf. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht und dementsprechend, the stage is yours. Also, vielen Dank, Henrik, für deine sehr ausführlichen Erklärungen. Ich finde es immer wieder toll, dich hier im Video bei mir als Gast mit dabei zu haben. Dann kommen wir noch zum Vergleich, welchen wir gemacht haben zwischen 5G Standalone und 5G Non-Standalone. Das ist ziemlich interessant, wie ich finde, denn man hat mit 5G Non-Standalone höhere Geschwindigkeiten als mit 5G Standalone. Das hat folgenden Grund. Bei 5G Non-Standalone wird ja LTE und 5G gleichzeitig verwendet. Und dadurch können wir auch die LTE-Downloadbänder und das 5G-Downloadband zusammen aggregieren. Bei 5G Standalone dagegen können wir auf LTE logischerweise gar nicht mehr zugreifen. Das bedeutet, dass wir bei 5G Standalone wirklich nur noch diese 80 MHz Download haben. Darüber hat man dann auch problemlos 800, 850 Mbits erreicht. Mit 5G Non-Standalone konnten wir allerdings auch die LTE-Bänder dazu nehmen, in diesem Fall Band 1, 3, 7 und 20, theoretisch. Und damit erreicht man dann auch 1000 oder auch 1100 Mbit. Maximal haben wir 1160 Mbit über Vodafone 5G Non-Standalone messen können. Aber 5G Non-Standalone hat auch Nachteile. Und zwar haben wir in der Non-Standalone-Technik einen höheren Ping, als es bei Standalone der Fall ist. Den besten Ping mit 5G Standalone hat man bei Vodafone, wenn man einen Server in Frankfurt auswählt, da das 5G-Core-Netz bei Vodafone derzeit in Frankfurt steht. Es sollen noch weitere Standorte in Deutschland folgen, zurzeit ist aber Frankfurt dafür die beste Wahl. Wenn man das vergleicht, hat man mit Non-Standalone im Vergleich zu Standalone einen 10, manchmal auch 20 Millisekunden höheren Ping. Also wem die Pingzeiten wichtig sind, für den ist Standalone natürlich deutlich besser. Dann haben wir auch noch das Thema des Uploads und der Upload, der ist bei Non-Standalone ein bisschen besser. Mit Non-Standalone haben wir die ganze Zeit Uploads von 75 bis 85 Mbits messen können. Bei der Standalone-Technik hingegen hatte man so um die 50 bis 60 Mbit Upload. Nach wie vor natürlich Top-Werte. Aber was die Geschwindigkeiten angeht, ja, noch ist Non-Standalone da ein bisschen besser. Das kann sich in der Zukunft noch ein bisschen ändern, denn dann könnte man auch Carrier Aggregation über 5G durchführen. Zum Beispiel über N3, also 1800 MHz und die Gigabit-Frequenz N78. Wenn man die beide aggregiert, dann könnte das mehr werden. Zurzeit ist dies aber noch nicht möglich. Noch eine Sache, bevor wir uns jetzt die Zukunft von 5G Standalone einmal anschauen. Und zwar ist das Thema die Reichweite. Und das hat Henrik und mich ganz schön umgehauen. Bei 5G Standalone bleibt man etwa 2,5 bis 3 Kilometer im 5G Standalone Netz, ungefähr bis minus 128 dBm, bis man dann rausgeworfen wird oder auf eine andere Netztechnik zurückfällt. Bei LTE dagegen beträgt dieser Wert ungefähr minus 124 dBm. Die Reichweite mit 2,5 bis 3 Kilometer bei 5G Standalone ist wirklich erstaunlich. Vor allen Dingen, da man auch über diese Reichweite N78, diese hohe Frequenz, auch noch tolle Pingzeiten von 10 bis 15 Millisekunden erreichen kann.
Bei 5G Non-Standalone hingegen ist das anders. Wir haben einmal die höheren Pingzeiten und wir haben die deutlich schlechtere Reichweite. In der Regel hat man etwa 1 Kilometer bis 1,5 Kilometer, bis man aus der Zelle rausfliegt. Das ist ein ganz schöner Unterschied und ein großer Vorteil von 5G Standalone. Die Zukunft von 5G Non-Standalone für die nächsten Jahre sieht wirklich fantastisch aus. Mit N78 und Standalone haben wir schon eine höhere Reichweite. Bald wird irgendwann N3 oder auch N28 dazukommen, also 1800 MHz oder 700 MHz mit Standalone. Das verspricht eine großartige Reichweite und zusätzlich zu dieser Reichweite die tollen Pingzeiten, die wir über das Standalone-Core-Netz erreichen können. Da freue ich mich wirklich drauf. Tolle Pingzeiten in der Fläche, auch mit mehreren Kilometern Reichweite natürlich, nicht mehr nur 3 Kilometer wie bei N78. Wenn ich jetzt schätzen müsste, 8 Kilometer, 10 Kilometer mit N28 und tolle Pingzeiten sind da immer noch realistisch. Also das wird wirklich eine tolle Zukunft. Dazu kommt auch noch, dass demnächst der Punkt Voice over 5G kommen könnte. Also Telefonie über das 5G-Netzwerk, über Standalone und dann auch fast in Echtzeit, wie es in der Werbung immer gesagt wird. Man weiß bereits aus den USA, wo 5G Standalone-Telefonie möglich ist, dass die Pingzeiten dort in etwa 9 Millisekunden betragen, wenn man telefoniert. Zum Vergleich, hier in Deutschland kommt man so roundabout auf 40 bis 50 Millisekunden. Also ungefähr nur noch ein Fünftel an Reaktionszeit in der Telefonie. Da freue ich mich schon drauf, wenn man das mal ausprobieren kann. Denn ihr kennt das vielleicht vom Zocken. Wenn man da 50 Millisekunden Ping hat oder 10 oder 9 Millisekunden Ping, das kann schon mal einen Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, wer gewinnen soll. Also gut, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Henrik, dir nochmal vielen Dank, dass wir hier zusammen die ganzen Tests mit deinem Smartphone machen konnten. Es hat mir wie immer wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zusammen hier testen zu können. Und danke auch, dass du vor der Kamera das alles erklärt hast. Also, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zum Beispiel dort hinten steht meine Mercedes E-Klasse. Ein paar Leute haben mich gefragt, hey, mach doch mal ein Video drüber. Könnte ich mir in Zukunft vorstellen, aber da warten wir mal ab. Warum kam jetzt so lange kein Video? Ich bin zum Beispiel umgezogen in der letzten Zeit. Ich bin von zu Hause ausgezogen, habe mir jetzt mit meiner Freundin eine eigene Doppelhaushälfte gemietet. Das hat alles ganz schön viel Zeit gekostet. Auch deswegen kam lange nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft wieder deutlich mehr Videos kommen. Also gut, Leute, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Vielen Dank, Henrik, nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag und tschüss, Internet. Ich bin komplett raus, Leute. Back to the tops.